Für uns sind im Grunde genommen alle diese historischen Veränderungen, die eigentlich auch immer mit Nutzerwechseln oft einhergingen. Also wir haben hier die Landgrafenzeit, wir haben dann eben auch die Zeit der preußischen Könige, wir haben eben die Kaiserzeit hier. Und das sind für uns alles Epochen, die einen hohen Denkmalwert haben. Das heißt, unser Bestreben ist es eben auch, diese verschiedenen Epochen im Gebäude zu erhalten und eben für die Besucher auch erfahrbar zu machen. Wir möchten hier nicht nur irgendwie eine Zeitschicht zeigen. Im Museum unten stellt sich das danach etwas anders dar, aber für das Gebäude an sich, aus bauhistorischer Sicht, möchten wir eben hier die ganze Baugeschichte doch erfahrbar erhalten. Und das war eigentlich so das übergeordnete denkmalpflegerische Konzept, was wir hier entwickelt haben, eben gemeinsam mit LBH. Und daran arbeiten wir.